Moment. Wieso fliegt das? Moin, und herzlich willkommen zurück zu Subnautica auf der PlayStation 4 Pro. Ich habe mich nochmal informiert, wo ich denn eine zweite blaue Tafel nochmal herkriege. Und es gibt tatsächlich nur eine einzige blaue Tafel, die man in der Welt selber aufheben kann. Das bedeutet, die andere blaue Tafel, die kann ich craften. Und zwar... Müssen wir mal gucken, was brauche ich dafür? Genau, hier wird nämlich der Blueprint freigeschaltet, sobald man die erste blaue Tafel einsammelt. Wir brauchen Ionenwürfel und Kyanid. Das ist gar nicht so schwierig eigentlich. Und da würde ich doch mal vorschlagen, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir gehen jetzt mal durch eines dieser Stargates und schauen mal, dass wir nochmal zu unserer Base zurückkommen. Und dann gehen wir wieder zurück durch die Stargates. Jetzt muss ich aber mal schauen, welches Stargate ich benutze und wo ich dann da hinkomme, wenn ich welches... wenn ich welches Stargate benutze. Hier hakelt es leider manchmal ein bisschen in dieser Alien-Einrichtung. Da ist die PS4 ganz schön am Ackern hier. Wir probieren erstmal das hier. Wir probieren mal das hier und gucken mal, wo das hinführt. Gehen wir mal durch. Oh mein Gott! Mal schauen, wo ich lande. Wenn ich die Entfernung zu meiner Base sehen kann, dann weiß ich ja ungefähr, ob es sich gelohnt hat, durchzugehen oder nicht. Und ob ich wieder zurückgehen muss. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das geht aber ganz schön lange. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran... dass die PlayStation das Gelände ein bisschen langsamer aufbaut, tatsächlich. ich weiß ja nicht, man wird, glaube ich, schon instant hin teleportiert an die Location. Aber diese Animation hier ist natürlich dafür da, dass man den Geländeaufbau nicht sehen kann. Ich glaube, ich weiß, wo das hier ist. Müssen wir mal gerade gucken. Base ist 300 Meter weit weg. Okay, das ist gut. Das passt. Dann bewegen wir uns von hier aus zur Base, bauen schnell diese Einrichtung. Also, die blaue Tafel meine ich natürlich. Die Einrichtung. So ein Quatsch. Die blaue Tafel für die Einrichtung meine ich. Und dann, meine lieben Freunde, sollte das passen. Jetzt muss ich auch mal schauen, wo bin ich hier eigentlich genau? Wir sind hier schon auch im Pilzbiom, oder? Ja. Da habe ich ja genau die richtige Stelle rausgesucht zum Warpen. Nicht schlecht. Okay, wir merken uns das hier mal. Das ist so eine Spalte in Richtung... ja, einfach... da so hin. Einfach, da so hin. Sehr gut. Sehr präzise Angabe auf jeden Fall. Werde ich bestimmt wiederfinden. Ich muss mich einfach nur durch so einen Graben durchbewegen. Dann finde ich das schon. Ich wusste noch nicht mal, dass es hier ein Stargate gibt, ehrlich gesagt. Also so direkt hier drunter. Habe ich es instinktiv richtig gemacht? Ohne Witz, ich wusste das nicht. Ich wusste das echt nicht. Ich war hier noch nie. Also in diesem Stargate, das habe ich nie benutzt. Könnt ihr euch das Let's Play angucken? Die ganzen, was weiß ich wie viele Folgen, über 300 sind es jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon. Könnt ihr euch angucken? Ich war da noch nicht ein einziges Mal durchgelaufen. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich hier noch nicht war. Wahnsinn. So läuft das, meine lieben Freunde. Da habe ich meine Base ja sogar auch instinktiv an die richtige Stelle gebaut. Der Hammer. Hatten wir jetzt eigentlich noch Kyanid? oh nein, wenn ich jetzt kein Kyanid mehr habe, ne? Da muss ich welches holen. So, dann gucken wir mal. Kyanid hatten wir ja, wenn, dann hier reingepackt. Oh, wir haben sogar noch was. Nice, ich kann's machen. Geulo. Und ich kann direkt gleich mal noch was essen und so. Die blaue Tafel. Juhu. Wir haben sie. So, dann können wir gleich mal essen und trinken und uns auch nochmal ein paar Ressourcen mitnehmen. So als Nachschub, als kleinen. So. Jetzt können wir mal gleich alles hier konsumieren.
Nom, nom, nom. Okay, das ist kaputt. Pflanzen wir einen neuen ein. Und den Rest, den essen wir auf. Und das können wir nochmal im Bioreaktor packen. Der ist ja jetzt wahrscheinlich wieder leer. Vermute ich jetzt mal. Naja, nicht ganz. Ah, die Energiezelle ist voll. Nehmen wir mal mit als Reserve, ne? Obwohl, warte mal. Wir können doch jetzt hier aus Energiezellen auch die Quantenzellen machen. Ne, wie heißen sie nochmal? Die hießen anders. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Wie hießen die jetzt nochmal? Muss ich mal in Fabrikadinsky gucken. Da wird mir das ja sagen. Nachrichten haben wir keine. Fabrikadinsky, sage mir. Ah ja, ach so. Nee. Ionenbatterie braucht einen Würfel Gold und Silber. Ach so, ich brauche die Energiezelle gar nicht, um eine Ionenenergiezelle herzustellen, keine Quantenzelle. Okay, also wir brauchen zweimal Gold und zweimal Silber und ein bisschen Gummi. Dann können wir uns eine machen. Haben wir überhaupt noch Gold und Silber? Sieht schlecht aus, oder? Gold ist hier noch. Silber? Haben wir Silber? Einmal nur noch. Das reicht nicht für eine Energiezelle, es reicht höchstens für eine Batterie. Egal, dann lassen wir das erstmal. Aber ich kann hier mal die Ressourcen weglegen. Hier, das brauchen wir ja nun wirklich nicht. Genau, wir haben jetzt die Tafel. So, dann gehen wir zurück. Sehr schön, ab in den Krabs-Anzug. Und an der Stelle gibt es auch noch eine gute Nachricht. Ich höre mich zwar noch vielleicht leicht krank an der Stelle, aber meine Nasennebenhöhlenentzündung ist jetzt langsam am Abklingen. Und warum rede ich jetzt von einer Nasennebenhöhlenentzündung? Das letzte Mal habe ich doch noch von einer Bindehautentzündung gesprochen. Es hat sich herausgestellt, als ich beim Augenarzt war, dass das, was ich habe, doch keine Bindehautentzündung war. Der Augenarzt hatte nichts gefunden, hat mir dann so Augentropfen mitgegeben zum Augenspülen. Und ja, das hat aber nichts gebracht, es wurde immer schlimmer und der Bereich um mein Auge hat dann angefangen weh zu tun wie Sau, als wenn mir einer ins Gesicht gehauen hat, so nach dem Motto. Naja, und da hat sich dann beim Allgemeinarzt rausgestellt, dass ich eine Nasennebenhöhlenentzündung habe und da habe ich dann lustige Tabletten bekommen. Kann ich hier was? Ah ne, das ist das Ei. Da habe ich dann lustige Tabletten bekommen und die nehme ich jetzt gerade und die machen auf jeden Fall die Nasennebenhöhlen jetzt frei. Jetzt habe ich zumindest schon mal keine Schmerzen mehr und meine Nase ist auch frei. Ich kann wieder ein bisschen besser atmen und so und das ist alles eigentlich ziemlich gut. Und ja, jetzt habe ich auch nicht mehr so große Probleme. So soll das sein. Also das heißt, ich bin zwar noch nicht ganz wieder auskuriert. Ich schätze mal, dass ich erst so frühestens am Montag oder Dienstag wieder so richtig fit bin. Also morgen von mir aus betrachtet, von euch aus betrachtet wahrscheinlich vorgestern dann. Heute ist bei mir nämlich der 13.01., an dem ich das aufnehme. Und ja, ich komme eigentlich ganz gut klar momentan. Gar nicht schlecht. Also wenn man mal bedenkt, dass ich vorher, also was heißt vorher, letzte Woche, dass ich da richtig kaputt war und wie gesagt auch richtig Schmerzen im Gesicht hatte und so, geht es mir jetzt eigentlich wieder gut. Ich meine, ich nehme ja auch auf, ne? Da muss es mir auch irgendwie gut gehen. Und im Livestream, als ich Tropico 6 gestreamt habe, könnt ihr übrigens auch mal reingucken, wenn euch das interessiert, da ging es mir auch schon wieder ganz gut. So, jetzt passiert natürlich genau das, was ich befürchtet habe. Ich finde diesen einen Tiefseegraben nicht wieder, wo wir gerade eben noch drin waren und rausgekommen sind. Verdammt nochmal, das kann also schwer nicht sein. Ich glaube, ich bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Denn wir sind jetzt ja schon wieder 400 Meter weg. Warte mal, ich glaube, das war der Baum, auf den ich mich hätte zubewegen müssen. Ich glaube, ich bin zu weit rechts gelaufen. Müssen wir mal kurz gucken. Hier können wir ja entspannt durchlaufen. Das ist eigentlich dann gar nicht so doof. Einer hatte mir auch mal geschrieben, er nimmt für solche Fälle immer eine Boje mit, eine Signalboje und setzt sie dann immer dann ab, damit er den Weg zurück immer wieder findet. Das ist natürlich eine sehr clevere Art und Weise, ne? Muss man wirklich sagen, um mit solchen Situationen hier umzugehen und fertig zu werden. Könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden? Ist es hier? Warte mal, ich glaube, hier ist es. Ich glaube, ich habe es gefunden.
Es müsste hier irgendwo ein Gang sein. Ja, hier, ne? Ist es nicht hier? Auf jeden Fall ist es eine Sackgasse. Ha! Oder kann ich hier rein? In diese Höhle. Vielleicht ist es irgendwo hier unten drin. Auf jeden Fall bin ich hier nicht ganz falsch. Hier geht's raus. Na. Ich bin hier aber auch nicht ganz richtig. Ich bin nicht ganz richtig. Toll, jetzt geht's hier los, so von wegen. Ich muss wieder die richtige Stelle finden. Ich frage mich ja, ob es nicht vielleicht einfach kürzer ist, eines der bekannten Stargates aufzusuchen, wo ich weiß, wo ich hin muss. Das Problem ist halt, der Krebsanzug ist auch nicht besonders schnell. Verdammt. Das ist aber schon dieser Pilzbaum da. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. So, jetzt müssen wir... Oh nein. Ah, ich habe mich, glaube ich, gerade leicht verhakt. Das ist schon dieser Pilzbaum. Jetzt müssen wir einfach nur diesen Trench finden. Diesen Graben. Diesen kleinen. Das kann doch so schwer nicht sein, hör mal. Das kann doch nicht so schwer sein. Obwohl, nee, warte mal. Das ist, glaube ich, tatsächlich zu nah am Abgrund. Ich glaube, ich muss mich näher weiter nach da drüben hin bewegen einfach. Tja, wo ist der richtige Graben? Hätte ich es mir mal markiert. Hätte ich mir das mal markiert. Oder ist es doch hier unten vielleicht? Nee, das kann nicht richtig sein hier. Ich gehe nochmal runter. Ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal einmal nach hier unten zu gehen. Das war die Sackgasse. Hier geht es nochmal durch. Wie der Rochen hier sich auch nur im Kreis dreht. Schön, dass ich nicht der Einzige bin, der das Problem hat. Scheiße, nee, warte mal nochmal in die andere Richtung. Das war auch ein komisches Geräusch. Vielleicht, wenn ich einfach in diese Richtung gehe, vielleicht komme ich dann an die Fortsetzung dieses Kraters hier oder dieses Grabens. Und vielleicht finde ich dann die Stelle wieder. Also dieser Graben ist es auf jeden Fall nicht, der scheidet aus. Nur jetzt werden die Optionen langsam ein bisschen eng hier. Es muss noch einen zweiten geben irgendwo. Ah, wie ich festhänge. Es muss hier irgendwo noch einen zweiten geben. Ich hätte mir das irgendwie besser merken sollen. An irgendeiner Location, an irgendeinem Landmark oder so hätte ich mir das festmachen sollen. Verdammt! Nee, hier geht's wieder nach oben so ein bisschen. Das ist falsch. Das ist nicht korrekt. Da drüben ist das Wrack oben drauf, ne? Ja. Das kann es nicht sein. Das kann nicht die richtige Stelle sein. Hä? Dann bin ich jetzt aber massivst verwirrt, ey. Dann weiß ich jetzt nicht, wo das ist. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir gehen jetzt einfach ganz woanders hin. Es gibt ja mehrere Stargates, die verschiedene Locations miteinander verbinden. Es gibt ja beispielsweise auch ein Stargate auf der Insel. Ne? Und da kann man ja auch durchgehen. Huch! Moment mal, hier hat's gelaggt. Aber nee, das kann nicht daran liegen, dass das Stargate geladen wurde. Das war die Steilküste hier. Ja, finde ich jetzt irgendwie nicht mehr diesen Graben. Einmal im Kreis gedreht, schon weiß ich wieder nicht, wo ich hin muss. Furchtbar. Aber vielleicht für euch ein ganz wichtiger Tipp. Nehmt euch immer Markierungsbojen mit. Dann passiert euch sowas auch nicht. Aber wisst ihr was, wenn wir eh schon hier sind, können wir jetzt auch mal direkt... Ah, gefressen werden. Nee, eigentlich wollte ich jetzt mal noch ein bisschen Silber hier mitnehmen. Ja, oder auch Blei von mir aus. Wegen den... Oh, ja, hakt's aber ganz schön. Wegen den... verbesserten
Energiezellen und so. Das ist schon ja nicht so verkehrt. Kupfer ist natürlich auch nicht verkehrt. Ah, da wäre ich beschossen von den hässlichen Pflanzen. Nimm es. Ja, Silbea. Silbea. Aber wir brauchen mehr. Kupfer. Na. Hier ist nicht so viel los mit Ressourcen an dem Hang irgendwie. Oder ich war hier schon mal. Ich laufe auch, glaube ich, gerade wieder total falsch. Ich müsste nochmal, ich tauche jetzt mal in die Wasseroberfläche, um mich mal gerade zu orientieren, wo die Aurora ist. Das geht ja mit dem Krebsanzug leider nicht so gut. Man kommt ja mit dem Krebsanzug nicht wirklich an die Wasseroberfläche. Also theoretisch schon, aber ist ein bisschen schwieriger. Ah ja, okay. Da muss ich doch eigentlich in die Richtung, da wo ich schon richtig hinlaufe, genau. In diese Richtung muss ich. Also einfach da so durch. Gut. Haben wir das auch geklärt. Warum habe ich es nicht eigentlich so gemacht im Pilzbiom, dass ich eigentlich, dass ich einfach mit dem Ding hier einfach mal vorscoute? Das wäre doch viel schlauer gewesen. Warte mal, bevor wir jetzt zur Insel gurken, werde ich das jetzt nochmal so machen. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, nochmal ein bisschen zu scouten. Ich muss doch diesen Trench muss ich doch wiederfinden können, diesen Graben. Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem, wie geil, ich brauche eine ganze Folge, um diesen Graben zu finden. So wie es aussieht. Einen Graben, aus dem ich vor 10 Minuten rausgekommen bin. Nicht mal vor 10 Minuten, doch eigentlich schon, jetzt schon mehr als 10 Minuten mittlerweile. Egal. Das kann einfach nicht sein. So oder so. Egal, wie man das versucht, schön zu reden, das kann einfach nicht sein. Mann! Das waren schon 300 Meter, oder? Entfernung? Von der Base? Oder waren es 400? Ne, es waren 400 Meter, ne? Wo rammel ich denn immer hier gegen? Wo gammel ich denn immer hier gegen, genau. Wo rammel ich denn immer hier gegen? Immer gegen diese blöden Pilze. In diese Pilzhüte. Vielleicht mal ein bisschen hier nach oben. So. Dann so. Das Ganze ein bisschen von oben betrachten. So, wenn ich jetzt einen Trench finde, also sehe, also einen Graben von oben, dann tauche ich da erstmal mit dem Seegleiter rein, bevor ich mit dem Krebsanzug reingehe. Wird es auch noch dunkel. Toll! Das kann ich so gerade überhaupt nicht gebrauchen. Verdammt! Wie weit sind wir denn von der Base weg? Das müsste jetzt eigentlich der Abstand sein. Aber jetzt ist es blöderweise dunkel. Jetzt sehe ich wieder nichts. Also nicht so viel. Hier befindet sich der Lost River Zugang hier drüben. So. Ich hätte mich mal lieber mit am Lost River Zugang orientieren sollen, als ich versucht habe, mir das zu merken, wo das ist. Das wäre schlauer gewesen, glaube ich. Ja, blöd, ne? Jetzt kann man halt auch die Gräben nicht so gut erkennen, weil es jetzt so dunkel ist auch noch. Ich mach mal dieses... Ja, warte mal, nee, Moment, das ist ja hier so eine Art Sonar von der Map, ne? Wartet mal, da können wir doch mal versuchen, mit dem Sonar jetzt einfach den Graben zu finden. Das Sonar müsste es mir doch eigentlich relativ schnell sichtbar machen, wo es ist. Also insbesondere da, wo unterirdische Kammern sind, müsste es mir doch das eigentlich anzeigen, oder nicht? Hoffe ich. Wie sieht denn so eine unterirdische Kammer aus? Auf dem Radar. Hier ist eine unterirdische Kammer. Ja, man sieht sie so ein bisschen. Ne? Ja, ist schwer zu sehen auf jeden Fall. Ohne Licht sowieso. Das ist schon wieder die Kammer, wo nichts ist. Ist das vielleicht einfach nur eine unsichtbare Wand? Nee. Das lag jetzt, weil das Licht ausgegangen ist. Hä? Ich verstehe es nicht. Das ist doch hier der einzige Graben, oder nicht?
Ist komisch. Ist voll komisch. Check ich nicht. Ich verstehe das nicht. Hier drüben geht's noch mal so ein bisschen, wird's noch mal so ein bisschen reliefmäßiger. Es könnte natürlich auch irgendwo hier gewesen sein. Wie weit sind wir denn weg? 400 Meter. Vielleicht war es auch irgendwo hier. Irgendwo hier so. Jetzt wird es, glaube ich, wieder hell, oder? Ich muss auch mal zurück, ich muss auch mal atmen. Fällt mir mal gerade so auf. Wäre relativ klug. Oh, vielleicht einfach mal auftauchen. Jetzt mal ein bisschen zu atmen. Wir haben nämlich nur noch 60 Sekunden an Sauerstoff. Hier gibt's Riffrücken? Interessant. Schaffen wir das noch? Na klar, schaffen wir das. Lock her, wir haben locker Reserven noch. Juhu! Meer. Mehr atmen, mehr atmen. Also nicht das Meer einatmen, sondern einfach erstmal nur atmen. So, verdammt nochmal. Ich hoffe, es wird gleich wieder hell. Ich versuche. Hier ist ein Graben. Oder? Ist es wieder derselbe, wo ich jetzt ständig rein bin? Es ist wieder der mit der Sack. Das kann doch nicht sein, dass ich immer in diesen Sackgassengraben reingerate. Oder gibt es hier eine Abzweigung, die ich noch nicht gesehen habe irgendwo? Kann doch nicht sein, ey. Das kann es doch echt nicht sein. Aber ich habe ihn zumindest von oben schon mal gesehen. Da muss ich doch den anderen, wo dieses Stargate drin ist, das muss ich doch auch von oben sehen können. Das kann doch echt nicht wahr sein hier. Kann man sich nur so hart wieder verfransen, ey. Das gibt's nicht. Das war auch hinter so einer leichten Dünung gewesen, wo ich da rauskam. Das ist doch schon wieder verhext hier. Da muss ich das echt markieren, ne? Das hilft alles nichts. Da muss ich das markieren mit einer Boje. Ich mache mir jetzt eine Boje. Und such das Ding so lange, bis ich es markiert kriege. Ich muss es wahrscheinlich eh nur noch dieses eine Mal benutzen. Nee, stimmt gar nicht. Ich muss ja noch das Gegenmittel machen. Das wurde ja nicht gespeichert, als ich das aus der Zeitkapsel rausbekommen habe. Das heißt, das muss ich ja wieder herstellen. Das heißt, da muss ich ja noch einmal zurück zur Base. Da muss ich das Stargate also noch mindestens einmal benutzen. Gut, das bedeutet, es ist nicht sinnlos, sich das zu markieren. Diesen Zugang. Machen wir das mal. Wir stellen uns mal eine Boje her. Muss jetzt mal sein, einfach. Aber ich bin auch nicht aus dieser Richtung gekommen, oder? Ich bin mehr so aus der Richtung gekommen. Ich kann mich erinnern, ich bin relativ straight auf die Luke zugelaufen. Meine ich jetzt. Was brauchte ich jetzt nochmal für so eine Boje? Ich glaube Kupfer und Titan, oder? Schauen wir mal. Geräte. Ja. Kupfer und Titan. Sehr gut. Wir haben eine Boje gebaut. Und dann packen wir hier jetzt mal die anderen Ressourcen rein. Ja, ich kann gleich nochmal essen und trinken. Ich habe erfolgreich Trinken und Essen verschwendet. Indem ich einfach sinnlos, hoppla, sinnlos umhergeirrt bin. Knabbern wir mal hier noch ein bisschen was ab. Nom nom nom. Warte mal, das können wir jetzt auch noch essen. So. Jetzt versuche ich es nochmal. Ich glaube, ich bin echt in die falsche Richtung gerade. Ich muss, glaube ich, mehr so dahin. Und wir gehen mal ein bisschen höher. Dann können wir eventuelle Gräben auch besser erkennen.
glaube, den Krebsanzug brauche ich jetzt auch erstmal gar nicht mehr dafür. Ich glaube, da vorne ist es. Oder? Ja, da ist es. I shit you not. Oh, man. Hm. Ja, ich hab's gefunden. Oh, Mann, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh, Mann. Es war so einfach. Aber, naja, wer hat auch was anderes erwartet von mir? Hier unten geht's nämlich rein. Da ist es doch. Hier ist es doch. So, okay, dann markieren wir uns das jetzt hier direkt. Mit einer Boje. Nimm mit. Genau. Und so. Und dann benennen wir sie gleich mal. Sekündchen. Warum kann ich... Achso, ist ja da oben links. Das Eingabefeld. Ich habe gerade auf das mittlere geguckt. Alte Gewohnheit vom PC. Also, das ist jetzt... Stargate... SG1 nenne ich das jetzt einfach. SG1. So. R2 ist fertig. Okay. Schauen wir mal. Stargate SG1. Sehr gut. Jetzt schnell atmen. Ja, dann warp ich mich jetzt einfach so wieder zurück, ohne Krebsanzug. Den brauche ich jetzt eh nicht unbedingt, glaube ich. Obwohl, brauchte ich den, um wieder aus dem großen Becken rauszukommen? Wie war denn das? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, ich nehme ihn. Ich hole ihn, glaube ich, doch nochmal lieber. Safe ist safe. Safe ist safe. Wir machen eh keinen Speedrun. Da kann ich jetzt auch nochmal zurücklaufen. Das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Wo ist er denn, der Krebsanzug eigentlich? Wo habe ich den jetzt abgestellt? Wo ist er? Wo ist er da hinten? 300 Meter weit weg, ey. Da habe ich mich aber verfranst. Herrlich. Aber muss auch mal sein, dass man sich mal so richtig verfranst. Da hätte mir jetzt natürlich ein Kompass gute Dienste geleistet. Aber ich mag ja eigentlich solche Situationen, wo man sich auch mal ein bisschen desorientiert. Ich finde das gar nicht so schlimm. Wie gesagt, ja. Einige werden jetzt wieder denken, ey, wir hätten doch einen Kompass gehabt. Ach, das ist gar nicht so schlimm. Wie gesagt. Subnautica ist eh viel zu kurz. Da kann man auch mal sich verlaufen. Ja gut. Moment. Ey, wieso fliegt es? Ey, wieso? Ah, okay. Es ist mal wieder nicht geladen worden. Sehr schön. Okay. Gehen wir rein. Welcome aboard. Moment. Da lang muss ich. Ich wäre bald schon wieder in die falsche Richtung gelaufen, ey. Mann, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Heute ist die Folge der falschen Richtungen. Toll, das wäre so eine geile Abkürzung gewesen mit dem Stargate. Wenn ich mich nur daran erinnert hätte, wo sie gewesen ist. Hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. So, gleich haben wir es. Gleich sind wir da. Nein, nicht festhängen jetzt. Schön weiterlaufen. Weitergehen. Immer schön weitergehen. Weitergehen. Immer schön weitergehen. Weitergehen. Immer weitergehen. Moment, bin ich jetzt drüber weggelaufen? Nee, es ist schon hier vorne der Zugang, oder? Ist er das? Ist er das? Ja, hier ist er. So, rein da. Und dann los. Ich kann mich ja hier auch so ein bisschen durchziehen einfach. Dann sind wir ein bisschen schneller. Hui. Wunderschön. Full Speed. Da sind wir. Wir haben es wiedergefunden. Da ist es. Du kleines verstecktes Stargate, du. Du Geheimes. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge Subnautica auf der PlayStation 4 Pro zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.